Die NRW-Landesregierung, bestehend aus CDU und FDP, will ab Sommer ein Aussteigerprogramm für sogenannte Linksextremisten einrichten. Dabei waren ähnliche Projekte in der Vergangenheit nicht wirklich erfolgreich. So hatten sich bei der Aussteiger-Hotline für Linksextremisten vom Bundesamt für Verfassungsschutz innerhalb eines Jahres ganze 33 Personen gemeldet. 25 davon nur zum Spaß. Aus diesem Grunde stellte die ehemalige Familienministerin Schwesig dann das Programm auch ganz ein. Nun könnte man natürlich den neuen Schritt der Landesregierung als Witz abtun, doch es geht ihr um etwas anderes. Es ist der Versuch, die Extremismustheorie weiter in den Köpfen der Menschen zu verankern. Diese besagt, dass Linksextremismus, Rechtsextremismus und islamischer Extremismus letztlich dasselbe seien, sie würden von der demokratischen Mitte abweichen. Dabei ist es doch absurd, die linksextremistischen Kommunisten, die das Konzentrationslager Auschwitz befreiten, mit den rechtsextremistischen Nazis, die das Konzentrationslager Auschwitz erbaut haben, gleichzusetzen. Es ist doch absurd, die linksextremistische JPG, die gegen den islamisch-extremistischen IS in Syrien kämpft, miteinander zu vergleichen. Und doch tut es die NRW-Landesregierung mit der Extremismustheorie. Denn in Zeiten zunehmender Unzufriedenheit unter der Arbeiterklasse in Deutschland gilt es, jegliche Vorstellung von einer sozialistischen Perspektive jenseits des Kapitalismus aus den Köpfen der Menschen zu verbannen oder zu diskreditieren. Und wenn diese Manipulation doch nicht greift, steht in Zukunft ein neues Polizeigesetz in NRW bereit, mit der widerständische Menschen und Organisationen kriminalisiert und verfolgt werden können. So bleibt all denjenigen, die extrem für Frieden, extrem für Gerechtigkeit, extrem für Solidarität sind, sich schneller zusammenzuschließen, als die NRW-Landesregierung es gerne hätte.